Hallo, wir sind Kinder und wir fragen Rapper. Heute begrüßen wir Sido. Bruder, alles unter 50k finde ich günstig. Sido ist ein ganz erfolgreicher Rapper. Ich glaube, er hat schon mehr als 100 CDs verkauft. Zum Kinderfasching hat er früher immer eine Maske angehabt. Und dann beschwert er sich, weil es Ärger gibt. Manchmal wird er ausgeschimpft, weil er immer so viel raucht. Na, was geht denn ab hier? Hi, Pauline. Romeo bist du, ne? Ja. Dann ist ja auch klar, ich bin Sido. Und sonst so? Alles okay. Gut. Na, wie geht's? Gut, selber? Auch gut? Ja. Gut. Was machst du dir denn den ganzen Tag so? Schlafen viel. Auch schön. Mhm. Ihr interviewt ja Rapper, ne? Ich bin auch ein Rapper. Das wissen wir. Ja. Sorry. Und wie macht man ein Rap-Lied? Ich glaube, am allerwichtigsten ist, keinen Unsinn zu erzählen auf dem Lied. Oder richtig, richtig großen Unsinn, dann macht's auch wieder Sinn. Zum Beispiel? Ich habe mal ein Lied gemacht. Da geht der Refrain da 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 da. Da geht's im Grunde um nichts. Aber auf dem Lied rede ich ganz schön großen Unsinn. Klingt schön. Ist ein schönes Lied. Mögen die Leute sehr gerne. Wie lange dauert das? Das kommt drauf an. Kennst du das Lied Bilder im Kopf? Kennt ihr, ne? Das ging ganz schnell. Das habe ich in einer Stunde geschrieben, zum Beispiel. Wirklich? Was? Mhm. Zack, zack. Und dafür bekommst du dann so viel Geld? Ja. So viel? Ja, viel. Es war viel Geld. Voll cool, ey. Finde ich auch. Wie viel hast du gebraucht für das Lied 4 Uhr nachts? Keine Ahnung. Wollen wir uns das Video mal anschauen? Klar. Also du machst das noch mit DVD, ja? Ja, klar. Na klar, Mann. 4 Uhr nachts auf der Argus. AMG ab und Barus. Mit 700 Pferden König Artus. Bis der Kommissar fragt, was denn da los? Da war ein Ferrari im Video. Das ist nicht meiner. Den haben die einfach dahingestellt. Ich habe gar keinen Ferrari. Das war ein großer Mercedes. Das ist auch nicht meiner. Mit welchem Auto bist du hier? Taxi. Hast du einen Führerschein? Nein. Aber du bist doch gefahren. In dem Video bin ich gefahren. Ich muss die Polizei rufen. Wieso? Weil es nicht erlaubt ist. Was willst du denen dann sagen? Dass du gefahren bist ohne Führerschein. Wer ist gefahren? Du. Sagst du, Sido ist gefahren? Das müsste ich sagen. Du weißt ja gar nicht, wie ich richtig heiße. Wie heißt du denn eigentlich? Hartmut. Wirklich? Mhm. Ist der cool, dein Name? Nee. Soll ich dich Hartmut nennen? Du kannst mich gerne Hartmut nennen, wenn du das möchtest. Ich hab dir aber schon gesagt, dass ich den nicht cool finde. Würde bedeuten, du willst mich ärgern. Nee, dann mach ich's nicht. Genau. Wir sind ja Freunde, oder? Warte, wir sind ja Fußfreunde. Schau mal. Sind wir auch Freunde? Ja, Mann. Lass das mit dem Hartmut, ja? Erzähl das keinem. Du auch nicht. Was heißt Sido? Wenn du darauf hinaus möchtest, dass es mal Scheiße in dein Ohr hieß oder super intelligentes Drogenopfer. Das könnte sein. Mittlerweile ist es nur noch ein Name, wie Pauline und Romeo. Interessant. Du hast ja ganz viele Nummer-1-Lieder. Denken die anderen Rapper, du bist ein Streber? Weil du so erfolgreich bist? Ja, ich glaube, die denken, dass ich ein Streber bin. Warten die auch auf dem Schulhof auf dich, um dich zu verprügeln? Nee. Manche warten auf dem Schulhof auf mich, um mich zu fragen, wie ich das mache. Und fragen mich, ob ich nicht vielleicht deren Hausaufgaben machen kann für den nächsten Tag. Ja, wie machst du das? Das werde ich nicht erzählen, wie ich das mache mit den Hausaufgaben.
Hat dir Spaß gemacht bei uns? Ja. Fandet ihr mich cool? Wie waren die anderen Rapper so, die hier waren? Langweilig. Ja. Okay, hast du noch Lust, mit uns ein bisschen zu spielen? Natürlich. Dafür bin ich doch hier. Ich dachte, wir spielen. Ja, dann bleib noch sitzen und ich verabschiede mich von den Zuschauern. Gut. Tschüss, liebe Zuschauer. Tschüss.